Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja Leute, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Heute gibt es so eine Art Vlog-Quatsch-Video von Enter Tabak. Was habe ich mitgenommen? Was kommt in der Zukunft? Freunde, freut euch auf das Video, aber jetzt muss erstmal safe ein Köpfchen gebaut werden. Let's go! Und somit darf ich euch zum zweiten Mal hier begrüßen, jetzt endlich auf der Couch. Köpfchen ist an, Freunde, hat alles fürs Passion, ihr habt es gesehen in den kleinen Vlog-Style-Modus. Ja Leute, bevor wir hier ein bisschen auspacken und ein bisschen quatschen, ich habe ja letzte Woche gesagt, da wird ein nices Inter-Tabak-Video kommen, ja. Wir haben es einfach zeitlich nicht geschafft, was zu filmen, weil ich Samstag und Sonntag sehr, sehr viele Geschäftstermine gehabt hatte mit sehr, sehr vielen Firmen. Und was da bis Ende des Jahres und nächstes Jahr auf euch zukommt, das ist mir persönlich schon wieder komplett too much. Ja? Wir werden jetzt erstmal gleich auspacken. Ich kann euch so viel sagen, nächstes Jahr könnte es wieder sehr viele Reisen geben. Sehr, sehr viele Ultra-Einblicke. Ja? Ich war auch bei Alfache. Ich habe mich hingesetzt, habe mit einem, ich sage mal, einem Vertreter gesprochen, ich habe auch mit dem Alfacher Chef gesprochen, habe ihm meine Produktion mitgegeben, die nehmen die jetzt mit nach Dubai und dort sollen die das Ganze mal testen, ja. Was daraus jetzt passieren wird, der eine oder andere kann ein bisschen weiterspinnen, ja, was mit Alfacher jetzt passiert, aber ich habe denen gesagt, Jungs, so ist das nichts, ja. Ich bin gespannt, was die daraus machen werden, wir werden auf jeden Fall in Berlin dann halt wieder quatschen. Dann war ich bei Adalia, dann war ich bei verschiedenen Herstellern, die jetzt aus Amerika auf den europäischen Markt rüberkommen. Ich war bei Tom, ich war bei ganz vielen anderen Herstellern. Wir werden jetzt erstmal auspacken, Freunde. Wir fangen am besten mit dieser Tüte an. Richtig, genau, bei Michael war ich auch, ja. Falls das Video zufällig siehst, du bist wirklich im Positiven jetzt gemeint, ja, wirklich nicht ganz dicht, ja. Also wir haben hier ein paar Tabaksorten, Freunde. Freestyle haut neue Sorten raus. Ja, grüß dich, heute geht's richtig los. Ich habe zwei Sorten mitbekommen, die kommen jetzt auch mit der Zeit, Freunde. Einmal ist das Ladyland und Rocksteady. Also nicht Rocksteady, sondern Rocksteady. Wir haben hier unter anderem Zeug wie Gurke, Traube, Minze, Dill. Wir haben neue. Oh, hier haben wir noch ein Start nochmal mit dem Eis. Das ist meiner. Wir haben X-Racher-Sorten, haben wir auch noch am Start. Die hat der Michael jetzt übernommen und ja, einige neu aufgesetzt und ja, wieder Deluxe rausgehauen. Ja, wir haben zum Beispiel hier den Lemon Kill und den Kaktus Lemon Mana steht hier, glaube ich, drauf. Also quasi Kaktus, Limette, Minze und Lemon Chill, Lemon Kill. Also, ich habe die geraucht, ich habe die gerochen, da war schon wieder vorbei, ja. Den Gurke, Traube, Minze, Dill. Ja, also ich habe gehört, dass der Daniel kam zu mir und meinte, ja, hier, Michael hat neuen Gurkensalat mit Traube, Minze und so gemacht. Digga, was ist los? Die werden auf jeden Fall in der Zukunft kommen, ja. Was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir noch einen Grape Mint, den muss ich aber selber testen, weil das ist auch eine Aktion, Freunde, das könnte schon wieder 2017 zerreißen, was da kommen könnte. Dazu
halte ich mich aber noch etwas bedeckt, ja. Dazu wird dann eventuell Ende des Jahres oder sowas kommen, wo ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr sagen kann. Da haben wir aber auch wieder Geschäftstermine in Berlin. Also im Großen und Ganzen kann ich hier sagen, für mich persönlich und auch für euch und für meinen Kanal war die Hinter Tabak jetzt am Wochenende wirklich sehr, sehr erfolgreich, ja. Wir haben hier unter anderem noch einen neuen Tabak, das ist Go On. Stelle ich euch auch in den kommenden Wochen vor. Und Gamma Tobacco, ich habe glaube ich hier gar nicht so viel Platz mehr. Dazu aber wie gesagt in der Zukunft mehr, Freunde. Zeigen wir euch erstmal, was wir hier noch Schönes haben. Hier haben wir glaube ich noch viel mehr Go On. Ja, die haben eine ganz, ganz nice Serie rausgebracht. Go On und Gamma Tobacco haben wir hier noch drin. Was haben wir denn bei Tom noch? Bei Tom haben wir noch Chaos Comic Series, hatten ja auch einige gefragt. Und was sehr, sehr geil ist, ich habe die Liquids von Chaos. Ja, ich habe nachgefragt, weil ich mal auf der Messe Frankfurt davon gehört habe. Aber da hatte ich auch keine Zeit, irgendwie da mal in den Stand zu gehen. Hier haben wir die Liquids von Chaos. Ich habe jetzt hier Medusa noch bekommen. Ja, eigentlich war der raus, aber ich habe den mir noch einmal 10 Milliliter klar gemacht. Wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall mir in die Kommentare schreiben. Also ich habe persönlich sehr, sehr viel Bock und natürlich würde das auch die Dampferfreunde unter euch freuen, wenn ich auch dazu noch ein bisschen was machen kann. Ansonsten habe ich hier meine Klassiker, die mir ausgegangen sind von Adalia, habe ich mitgenommen. Blue Horse wird auch in Zukunft kommen, Freunde. Also wirklich, ciao. Und natürlich habe ich noch ein paar mehr Chaos Liquids hier mir stibitzt, Freunde. Hier haben wir noch einen anderen Hersteller, der Savu. Ja, schauen wir mal, was da in Zukunft kommt. Ich soll das Ganze erstmal testen. Und dann kann ich euch sagen, Freunde, gewinnspieltechnisch. Hier haben wir noch ein bisschen Tom-Kohle, ja. Tom-Kohle haben wir noch. Gewinnspieltechnisch zwecks Kohle, Tom Kokoccia. Ihr wisst ja, ich rauche seit Jahren mit Tom Kokoccia. Wir haben jetzt unsere Zusammenarbeit, sage ich mal, noch mehr verinnigt. Ja? Und da kann man auf jeden Fall in den Livestreams oder auf Facebook, auf Instagram oder wenn wir wieder den nächsten heftigen Weinstein raushasseln, können wir da Gewinnspiele an Gros machen. Also wirklich, wirklich geil. Lieben Gruß an Tom, lieben Gruß an den Andreas und an den Hannes, falls ihr das ganz zufällig sehen solltet. Das wird richtig geil, Freunde. Also, ihr seht's, ich bin hier komplett schon wieder zugepackt mit Zeug. Die eventuellen Reisen kann ich euch noch nicht sagen. Um das Ganze nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben viele, viele neue Tabakdosen, Hersteller, Geschmäcker. Mit Alfacha wäre wirklich Deluxe, wenn man das klären kann. Wie gesagt, da könnt ihr euch selber ausmalen, was da in Zukunft kommen könnte. Ja, ansonsten kann ich auf jeden Fall nur sagen, Hinter Tabak war sehr, sehr nice. Zukunft wird sehr, sehr nice. Wir haben viele, viele geile Projekte am Start. In Berlin wird, denke ich mal, da noch mehr gehen. Tabak- und Produktvorstellungen kommen. Neue Pfeifen kommen auch. Ja, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Es kommen mindestens 2 neue Pfeifen, die ich euch vorstellen werde. Ein Video wird eine Dreierkombination sein, wo auch wieder Zeug an euch rausgehen wird. Dann hat ein Gespräch mit einem neuen Hersteller, beziehungsweise die sind schon auf dem Markt, wollen sich aber quasi ein bisschen noch erweitern in Deutschland. Hier geht es ab sofort wieder richtig rund. Es geht bergauf. Wir werden wieder richtig hasseln, Freunde. Schmitty ist wieder am Start. Ich werde die Videos jetzt wieder noch mehr aufwerten, weil mit der Zeit ist dieses Kamera hinstellen und nur was babbeln. Ja, ihr merkt es ja selber. Es ist irgendwo in Anführungsstrichen immer das Gleiche. Klar, es ist anderer Tabak und so. Aber hier muss wieder ein bisschen mehr Schwung rein. Wir starten oder wir gehen Road to Ende 2017, ja. Mal wird einfach wieder komplett zerrissen auf dem Kanal. In diesem Sinne, ich rauche jetzt meine Pfeife, werde jetzt Video für euch schneiden. Lasst mir einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo könnt ihr auch gerne hinterlassen und wir sehen uns am Sonntagvideo. Im Sonntagvideo sehen wir uns wieder am Sonntagvideo. Genau, Digga. Also Freunde, haut rein, euer Shisha Schmidt. Peace.